Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich komme gerade von der Arbeit, deswegen habe ich mich noch nicht wirklich fertig gemacht. Ich habe heute ein Unboxing für dich und zwar geht es um die Look Fantastic Box, die jetzt im Dezember zu uns gekommen ist. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Look Fantastic ist ja aus der Familie auch zusammen mit der Glossy Box und ich glaube, das sind Schwestern oder so. Ja, ich krempe immer wieder meine Arme hoch. Ich war gerade mit Sammy spazieren und bin noch etwas durch den Wind. Es ist echt saukalt hier. Also wir haben echt Minusgrade, da muss man sich hier sehr warm einpacken. Im Monat Dezember kommt die Look Fantastic Box in einem wirklich richtig schönen Boxendesign. Das muss ich wirklich sagen, ne? Das gefällt mir richtig gut, ne? Schön bunt mit Sternchen und Kugeln und keine Ahnung, sehr weihnachtlich, sehr, sehr schön. Und was wollte ich noch sagen? Ich habe sie im Jahresabo, zahle 15,50 Euro pro Box. Wenn man sie im jederzeit kündbaren Abo nimmt, zahlt man 20 Euro pro Box. Und ich blende hier auch mal einen Gutscheincode ein und setze ihn dir auch nochmal unten in die Infobox rein. Schau da mal vorbei, da stehen manchmal sehr interessante Sachen drin. Ich mache sie auf, ne? Hier haben wir einen Deckel, den ich jetzt entfernt habe. At Christmas, all roads lead home. Hashtag Look Fantastic Beauty Box. Also, ne? Zu Weihnachten führen alle Straßen nach Hause. Das stimmt echt so sehr. Hier haben wir den ersten Blick in die Box. Da haben wir einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Dann haben wir hier immer die englische Ausgabe der L mit dabei. Hier haben wir die Box, die dann dementsprechend auf einmal ziemlich leicht geworden ist. Den Klebi öffnen wir. Hier ist er, der erste Blick in die Box. Was ist denn das hier für ein Motto? Steht das hier auch irgendwie drin? 6 Beauty-Artikel begleiten dich durch die Festsaison und die ganzen Weihnachtsfeiern. Okay. Als erstes Produkt haben wir in der Box von Allure die Fluttery Lights oder Light Wimpern. Die hast du zusammen mit Kleber hier drin und das soll dir einfach wunderschöne Augen machen. Ich komme mit sowas nicht klar. Also, ne, die Lady hat wunderschöne Augen dadurch bekommen und voll den krassen Wimpernaufschlag, aber Light and Wispy, also ich finde es wirklich schön. Das Wimpernbändchen ist so schmal und so hübsch und sieht voll toll aus und auch alles sehr ansprechend und nicht so extrem, sehr dezent und eigentlich müsste man das mal testen, ne? Naja. Produkt Nummer 2 ist von Aiko. Den hatte ich tatsächlich letztens schon, ich weiß gar nicht, war das in der Glossy Box mit drin? Travel Size Black Magic Liquid Eyeliner. Das sind 0,3 Milliliter. Die kleine Reisegröße. Auf jeden Fall habe ich ihn da. Finde ich ganz schön, ne? Aiko macht schöne Sachen. Ich habe jetzt auch heute eine Mascara von Aiko drauf. Finde ich alles wirklich nice. Den habe ich aber jetzt tatsächlich doppelt. Das ist ein bisschen schade. Und ja, mach's aber nichts dran, ne? So, Real Chemistry Luminous 3-Minute Peel for Instantly Smoother, Brighter, Softer Skin, 20 Milliliter. Ist das ein Peeling oder ist das eine Peel-Off-Maske? Oh, this is not a mask. Das hier wirklich nur wie ein Peeling verwenden. Also erst hier oben ein bisschen peelen und dann unten ein bisschen peelen. Am besten schon vorher die Haut anfeuchten und die Finger am besten unter der Dusche tatsächlich auch verwenden. Und das soll man für 2 bis 3 Minuten tatsächlich einmassieren, um sicher zu gehen, dass das ganze Produkt sich wirklich mit den ganzen toten Hautschüppchen verbunden hat. Und indem du das Gel halt so wirklich, ne, quasi über dein Gesicht peelst, bildet sich so Ekelkram. Das machst du dann für 2 bis 3 Minuten und dann kannst du es runterwaschen und dann soll alles wundervoll sein. Ist interessant, oder? Von Prei Platinum Firm and Lift Creme. 10 Milliliter sind hier enthalten. Und das ist ein cruelty-free Product. Also das ist quasi nicht an Tieren getestet. Da muss das Beauty-Heftchen helfen. Ich bin gerade erstaunt. Es ist neu. Hier stehen die Preise in Euro drin. Und die Beschreibung ist auf Deutsch. Leute, ich raste aus. Ein Hoch auf die Look Fantastic Beauty Books. Mensch, das ist neu. Das ist cool. Lasse deine Haut jugendlich erstrahlen mit der Prei Platinum Firm and Lift Creme, einer neu definierenden Feuchtigkeitscreme mit straffendem Platin. Die antioxidative Anti-Aging Feuchtigkeitspflege versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und schützt vor freien Radikalen. Die Haut wird glatter und jünger mit einem frischeren, festeren Erscheinungsbild. Zweimal täglich in die gereinigte, mit Gesichtswasser gepflegte Haut einmassieren. Jo. Als nächstes habe ich hier einen Lippenstift von Revlon drin. Das ist Revlon. Das ist die Farbe
Vava Violet. Ich hatte den, glaube ich, schon mal. Das ist leider nicht meine Farbe, deswegen werde ich den auch nicht auspacken und swatchen, weil das macht gar keinen Sinn, weil der direkt weiter wandern wird. So, als letztes Produkt habe ich hier eine Lidschattenpalette von Sleek. Eye Divine Mineral Based Eyeshadow Palette. Oh So Special ist hier die Bezeichnung. Sleek ist ja echt damals so mega gehypt worden. Das ist ja alles vollkommen an mir vorbeigezogen. Und jetzt haben wir echt eine Palette nach der nächsten in diesen ganzen Beautyboxen drin. Das finde ich ziemlich witzig. So, hier haben wir das Logo einmal drauf, ne? Und das sollen jetzt tatsächlich die perfekten Partyfarben sein. Aha. So schauen sie aus. Ich denke, wir sind alle ziemlich scharf darauf, erstmal diesen Petrolton zu sehen. Genauso auch diesen, ja, lila-stichigen Ton, der daneben ist. Dann finde ich es immer ganz interessant zu sehen, wie performen überhaupt matte Töne. Das ist hier unten einer. Und dann habe ich hier noch einen hellen Schimmerton, den ich auch einfach mal swatchen möchte. Also krümelig sind sie definitiv, vor allem der helle Ton hier oben. Der krümmelt sehr an meinem Finger. Ist dann wahrscheinlich nicht unbedingt dafür gedacht, dass man den quasi mit dem Finger hinausnimmt. Ja. So, und dann swatche ich den jetzt einfach mal hier in meiner Hand. Boah, das ist so ein richtiger Duochrome übrigens, ne? Das sieht ja schön aus. Also dieser, dieser Petrolton, der geht richtig schön steil, weil der noch so einen schönen lila Stift irgendwie mit drin hat. Daneben swatche ich dann eben diesen lilanen. Auch der hat so einen schönen Pink-Shift mit drin. Der gefällt mir. Das sieht cool aus. So, dann habe ich hier diesen matten Ton. Ja, verbesserungsfähig, würde ich mal so sagen. Also nicht optimal, aber ich denke, auf dem Auge wird das wohl funktionieren, aber man wird ihn auf jeden Fall aufbauen müssen. Und der helle Schimmerton ist sehr nass. Von der Optik her sehr nass und auch vom Auftrag, ne? Sehr cremig, wenn ich den so verwende. Das ist schon cool. Jetzt habe ich mich tatsächlich kurzfristig überzeugt, dass ich sie mal eben kurz auf meinem Auge testen möchte. Das mache ich aber wirklich mal eben kurz, ne? Also ich schminke damit wirklich mal eben kurz schnell was und gucke, wie das so performt. Und ja, kann dann direkt so ein bisschen was dazu sagen, würde ich mal so sagen. Wie gesagt, ich habe heute nicht wirklich was drauf gemacht. Ich habe heute Morgen, also schon vor 11 Stunden, grob mir Mascara und so ein bisschen Eyeliner gemacht. Und jetzt kommt einfach der Look so ein bisschen drüber. Und ja, da beginne ich erstmal mit der einen Farbe. Sette meinen Lider. Das kann ich tatsächlich direkt auf beiden Seiten machen. Nimm den Ton, den ich eben geswatcht habe, den matten, und setze mir den leicht in meine Lidfalte. Doch, das lässt sich ausblenden, da beschweren wir uns nicht. Den setze ich mir tatsächlich auch in die andere Lidfalte mal rein, weil das ist immer so die Basis, ne? Dass ich erstmal was Mattes, Dunkles in meine Lidfalte gebe. Auf diesem Auge möchte ich jetzt tatsächlich den Petrolton von eben einmal testen. Den setze ich mir einfach hier außen hin. Und das geht tatsächlich sogar mit dem Pinsel. Das finde ich gerade richtig geil. Blende ihn auch leicht in die Lidfalte rein. Und ich bin wirklich hin und weg. Ich setze den auch nochmal zusätzlich mit meinem Finger drüber. Einfach um zu gucken, ob der dadurch vielleicht noch etwas intensiver wird. Und ja, wow. Ohne Cut Crease, nicht nass aufgetragen. Also das ist schon heftig. Innen setze ich mir den hellen Ton, den ich eben geswatcht habe, rein. Das ist quasi mit dem Pinsel einfach nass. Also nass sieht es aus vom Schimmer. Und jetzt nehme ich das mit dem Finger auf. Setzt das hin und das ist halt noch intensiver, ne? Das knallt halt. Und die beiden Töne werden verblendet mit diesem bräunlichen Schimmerton, der sich hier befindet. Genau, der kommt dann quasi mit dem Pinsel auf mein Zentrum und verbindet die beiden Töne dann noch so ein bisschen. Auch den mit dem Finger drüber ist, glaube ich, noch besser. Ja. Also es geht mit dem Pinsel, aber mit dem Finger ist noch ein bisschen intensiver. Je nachdem, wie man es mag. Diesen Ton nehme ich einfach um, es ist ein matter Orangeton quasi, verblende ich dann quasi nach oben hin alles einmal und nehme dieses matte Braun, was ich eben für die Lidfalte hatte, auch für meinen unteren Wimpernkranz. So, Fallout ist ein bisschen am Start, aber an und für sich muss ich sagen, es ist ein Look. Ne? Das ist jetzt eben auf die Schnelle in ein paar Minuten geschminkt, das ist auf jeden Fall machbar. Bei dem anderen Auge setze ich mir, also habe ich ja schon hier die Lidfalte etwas vertieft, dann nehme ich mir dieses lila Schimmer von eben nach außen. Oh, mit dem Pinsel aufgetragen kommen gar keine Schimmerpartikel an, da hast du es einfach nur schwarz.
Das ist ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Kiste. Das ist doof. Nehme ich meinen Finger. Ja, da kommt ein bisschen Farbe an, ne? Aber es ist schon sehr dunkel. Also deutlich dunkler als das, was ich eben auf der Hand geswatcht hatte. Also auf dem Auge kommt die Farbe definitiv ganz anders raus. Das finde ich ein bisschen schade, weil dieses lila Schimmer hätte ich ziemlich geil auf dem Auge gefunden. Geswatcht sah der tatsächlich so aus, was ich irgendwie deutlich cooler finde, als das, was er jetzt auf dem Auge gemacht hat. Also das ist halt eher einfach nur smoky und da hast du nicht wirklich Schimmerpigmente drin, so ganz dezent. Und auf dem Handvieh, auf der Hand, ist er irgendwie deutlich schimmeriger. Nun denn, diese Schimmerfarbe nehme ich einfach für mein inneres Zweidrittel, würde ich mal so sagen, weil ich finde den Look dann doch etwas zu dunkel geworden. Ja, mit dem Pinsel ist das Ganze ziemlich dezent, wie auch eben schon. Das heißt, mit dem Applikator geht es eigentlich genauso gut wie mit den Fingern. Verblende dann hier mit dem Pinsel mal ein bisschen die Farben noch ineinander. Aber das sieht halt schon sehr schmutzig aus, ne? Also meins ist das nicht. Und Fallout hast du natürlich richtig krass, weil dunkle Farben am Start sind, ne? Das blende ich mal mit diesem Senfgelb nach oben hin aus. Dann gebe ich mir noch eine Farbe an den unteren Wimpernkranz. Und wenn wir jetzt schon so dunkel unterwegs sind, kann ich hier auch tatsächlich einfach mal dieses Schwarz nehmen. Das mache ich tatsächlich aber ganz, ganz vorsichtig. Ja, auch das ist ein Look, aber nicht unbedingt ein Look, den ich jetzt präferieren würde, weil er mir einfach zu trist ist und zu traurig irgendwie. Da finde ich den jetzt schon ein bisschen farbenfroher, ein bisschen cooler, vor allem mit diesem Petrol, wovon ich gerne noch ein bisschen mehr auftragen würde. Das mache ich jetzt auch mal, weil ich das einfach gerade so hart feiere. Das finde ich so schön, ich mag das. Türkis, Petrol, wie auch immer man diese Farbe nennen mag, ne? Ja. Also das ist auf jeden Fall das, was ich jetzt so spontan mal aus dieser Palette rausholen kann. Zwei verschiedene Looks, ne? Kann man machen. Ja, also ich finde die Palette ganz cool irgendwie, ne? Ich gehe mal eben kurz hier mit so einem Tuch unter meinen Augen her, einfach um das Fallout wegzumachen und so ein bisschen mal zu gucken, wie das aussehe, wenn hier unten nicht alles schwarz ist, sondern wenn die Kanten mal ein bisschen sauberer sind. Ich glaube, also wenn man quasi mit Concealer entlang gehen würde, hätte man ja auch dieses Resultat. Und ja, das gefällt mir deutlich besser, wenn ich das jetzt einmal mache, weil da hast du schon ziemlich viel in diesem feuchten Lappen mit drin. Passt die Box zum Motto Weihnachtsfeier? Ja, schon. Also du kannst auf jeden Fall einen coolen Augenlook mit dieser Box kreieren. Sprich, du kannst dir einen geilen Lidschattenlook machen mit einem Eyeliner, Lashes drauf, ne, Base und so weiter. Kannst du dann irgendwie anderweitig verwenden. Das ist auch schwierig, sowas in Boxen reinzupacken. Es sei denn, du verwendest halt die Gesichtscreme und hast dann wunderschöne Haut und brauchst dann gar keinen Make-up-Foundation, wie auch immer mehr. Ja, die Maske kannst du halt einen Abend vorher machen, einfach um eine gewisse Strahlkraft, Leuchtkraft, wie auch immer, in dein Gesicht zu bringen. Und ja, blende ich hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Wir sind hier garantiert mal wieder in dem versprochenen Umfeld, also keine Ahnung, 80 Euro oder so. Mir haben die Produkte wirklich gut gefallen und auch die Box und ich blende dir hier auch nochmal meinen Gutscheincode ein, den du verwenden kannst, wenn du die Look Fantastic ein bisschen günstiger bekommen möchtest, denn mit diesem Rabattcode bekommst du halt Rabatt, wie der Name schon sagt, ne? Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!